Hasta la bono, Rizzle Muchacho! Super Sawi, dass ihr dabei seid bei Ark Goldgate! Super sweet auch, dass ihr natürlich wieder bei mir reinschaut, ne? Meine Sicht. Wobei ich mitbekommen habe, ich weiß nicht, was bei Marvin passiert ist, aber da ist wohl ein bisschen Chaos passiert. Habe ich mitbekommen. Und ja, ne? Vielleicht sagen sich jetzt so ein paar Leute wieder, boah, Marvin, war jetzt nicht so schlau. Guck mal wieder rein, was der Deku gerade macht, ne? Vielleicht läuft es ja bei dem gerade besser. Und ich kann nur sagen, ihr habt da vielleicht recht, ne? Also, ich hatte jetzt in den letzten Folgen, was heißt Glück? Aber ich hatte zumindest Glück, dass ich kein Pech hatte. Sagen wir einfach so. Ich hatte dahingehend Glück, dass ich kein Pech hatte. Wir haben jetzt 3 T-Rexer am Start. Wenn ich mich nicht gerade verzähle. Vielleicht auch noch 2. Vielleicht sind es auch nur 2 T-Rexer. Wir haben jetzt unseren Trike verloren letzte Folge. Und unseren frisch getapten Raptor auch nochmal oben drauf verloren. Was natürlich nicht so cool ist. Aber wir haben 2 Deinonychus-Eier. Und um die kümmere ich jetzt auch als erstes. Wir brauchen nämlich irgendwas, um sie auszubrüten. Ich habe schon gehört, sie brauchen ziemlich viele Lagerfeuer. Oder aber einen so einen großen Kamin. Oh fuck. Lass mal. Oh nein. Oder das Campfire aufheben. Oh, wie mache ich das jetzt? Haben wir hier die Pistolenkrams? Okay, haben wir. Nee, das brauchte ich nicht. Ich brauche die Demo-Gun, Transparency, Crafting. Brauche ich doch das Transfer-Tool? I'm for anything with inventory to anything with inventory. Okay, ja. Das ist das Ding, was ich jetzt brauche. Ja, ich habe gerade gefailed. Sorry, Muchachos. Das war natürlich keine Absicht. Aber wir kriegen das gefixt. Wir kriegen das auf jeden Fall gefixt. Was haben wir hier? Das Campfire. Das können wir selber leer machen. Dann haben wir noch ein Campfire. Das können wir auch selber leer machen. Uns auch bewegen, ja, ganz knapp. So, und jetzt müssen wir mit dem Transfer-Tool. Und wir sagen. Alter. Okay, nee, das, Das ging mal anders. Das Tool hat früher anders funktioniert. Aber okay, dann baue ich jetzt halt zuerst mal wieder eine Smithy. Ah, boah, das war ja auch wieder super schlau jetzt hier. Sorry, Muchachos, da fängt es schon mal direkt an. Vielleicht schaut ihr einfach doch, ihr wart einfach besser auf die Folge von Marvin wieder morgen. Sorry dafür. Aber wir fixen das ganz schnell hoffentlich. Indem wir jetzt hier, wo wir Platz haben, die Smithy wieder hinstellen. Hallo. Die Smithy wieder hinstellen. Sehr schön. So, und jetzt Transfer... Von hier. Destination ist schon mal Smithy. Das ist Destination. Wir brauchen aber das Itemspeicher. No items selected. Boah, das Tool ging vorher anders. Da musste man nur mit der Pistole das Ding hier markieren und dann sagen, ja, mach hier rüber beamen. Das war irgendwie leichter. Ich kann das jetzt alles einzeln aufheben und kann ich irgendwie an beide Inventories gleichzeitig ran? Okay, das geht einigermaßen. Vielleicht machen wir das so. Eigentlich, oh. Das war auch wieder ein Timing, ey. Meine Phrase. Tut mir leid für den Fail auf jeden Fall, Muchachos. Aber ich glaube, wir haben es jetzt... So einigermaßen schnell gefixt. Einfach alles rüberkloppen hier. Dann passt das schon. Das Ding auch. Eine Armbrust haben wir noch dabei. Die brauchen wir nicht. Wir haben unsere beiden Armbrüste. Dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch meine Pfeile und meine Narkotik-Pfeile hier wieder raus. Und dann sind wir eigentlich schon wieder fresh to go, Digi. Narkotik-Pfeile, die Lagerfeuer auch. Und... Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Die Wände kann ich noch gebrauchen. Hier waren gerade noch Wände. Da sind Wände, weil ich muss sie gleich noch wieder bauen. Ja, das ist, wenn ich hier spawne, komme ich da zurück. Okay, da geht alles. Das ist alles halb so wild, ne? Also, das war jetzt nicht die schlauste Aktion, aber es läuft. So, was ich nämlich eigentlich checken wollte, war, ich weiß nicht genau, heißt es Feuerstelle? Feuerstelle aus Stein. Wie teuer ist das Ding? Und kriege ich davon 4 Stück zusammen?
Das sind 400, 500 Holz. Fast. Sind allerdings 1800 Stein. Das könnte einiges sein. Das ist vielleicht zu viel Stein, um das Ding zu bauen. Ich mal kurz einmal hier rumgucken. Wie sieht es denn aus? Steinmäßig. Haben wir noch viel Stein hier oben? Vielleicht schaffen wir das. Vielleicht schaffen wir das. Okay. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal eine Foundation, um das Ding hier wieder zuzumachen. Stone Foundation zu. Und ich wollte hier, Alter, ich wollte hier so heute so richtig Rambazamba machen. Ich habe mir schon alles zurechtgelegt, was ich heute machen wollte. Und dann verbringe ich die ersten paar Minuten damit, hier den Kram zu fixen, den ich gerade verkackt habe. Oh! Oh, Muchachos! Oh! Level 74! Und ihr wisst, was das heißt! Ihr wisst alle, was das heißt! Wir können finally den Rack-Sattel craften! Yay! Werkbank. Okay, Werkbank. Öffnen Sie sich. Rack-Sattel. Wir brauchen... Ich mache mal einfach drei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zwei oder drei sind. Außerdem bin ich nicht ganz sicher, was in der letzten Folge alles gestorben ist. Raptor und Triceratops. Das heißt, mein Kano müsste ja eigentlich auch noch irgendwo rumlaufen. Schlaue Deko, wo der den wieder abgestellt hat. Da haben wir noch unseren zweiten Rex. Haben wir doch keinen dritten Rex? Wo ist mein Kano hin, ist die Frage. Habe ich ihn irgendwo außen stehen lassen? Unten stehen lassen? Möglicherweise muss ich nochmal in meine letzte Folge reingucken, um zu sehen, wo ich den Kano habe. Wir haben leider letzte Arc-Folge, hier ist er. Letzte Woche aufgenommen. Okay, hier haben wir ihn. Sehr schön. Alles da. So, ich wollte mich eigentlich diese Folge ein bisschen... Oh, da kommt ein roter Drop runter. Den holen wir uns auf jeden Fall. So nah wie der dran ist, lassen wir uns hier nicht entgehen. Ich wollte meine beiden T-Rexe leveln. Ich wollte die Ausbrütestation für die Danonychos machen. Und, ja, das war eigentlich mein Plan. Die beiden Dinger. Dafür muss ich mal hier meine Dinos mitnehmen und die beladen mit den Steinen, die ich hier hoffentlich abbaue. Ja. Denn Steine brauchen wir jetzt ein bisschen. Also alles andere kriegen wir hin. Für die Kaminfeuerstelle. Aber Stein wird schwierig. Da müssen wir mal gucken, ob wir das alles so mitkriegen. Meine Ordnung ist jetzt natürlich wieder on point mit dem umgestellten Teil. Aber okay, da müssen wir jetzt mit klarkommen. Lasst mich raus, bitte, Kollegas. Wir haben noch viel Arbeit zu tun. So, genau, wir bauen Ausbrütestation für die Danonychos. Und wir wollen die beiden T-Rex und am besten natürlich auch den Kano leveln gehen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir dafür A, zurückgehen in die Steppe. Wobei ich das fast nicht ganz so cool finden würde, weil in der Steppe sind die Danonychos. Danonychos machen Percentage Damage. Die laufen außerdem immer mit ziemlich vielen Leuten rum. Das heißt, es könnte schon doch relativ, vor allem kurzfristig gefährlich werden. Wenn auf einmal mehr Danonychos angelaufen kommt, als man denkt, dann kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Deswegen bin ich dann doch vielleicht fürs Mammut... Oh, fick dich einfach, Digga. Warum gehst du mir jetzt auf den Sack, Bronto? Neutral. Wenn wir den Bronto auch noch wegpimmeln, Alter. Musste das sein, dass der mich jetzt hier... Und dabei ganz im Ernst, ne, die Hitbox bei Ark schon wieder, ne? Also, ich habe jetzt nicht auf den draufgeschlagen, das kann man jetzt nicht sagen. Ich war vielleicht ein bisschen nah dran anscheinend, aber... Ist nicht so, dass ich irgendwie auf den draufgegangen wäre. Es wäre sweet, wenn wir den kriegen, bevor er hier runterfällt. Jetzt müssen wir uns natürlich auch noch mit den anderen zwei Brontos anlegen hier. Ich hätte es vielleicht doch Lust, hier runter zu droppen auf der Seite, wo mein zweiter T-Rex ist, weil den werde ich hier nicht hochkriegen zur Unterstützung. Ich weiß nicht, welches Level sind die. Level 13, okay, das ist nicht so strong. Der ist auch schon fast tot. Auch Level 13. Okay, die beiden Level 13, die kriegen schnell. Dann sind wenigstens die Brontos weg, ne, Muchachos? Die stören mich ja schon eine Weile hier. Die Brontos. Dann haben wir die hier down. Keine Munition. Ach, ich habe da Narco-Arrows reingeschossen. Ich bin auch wieder ein Held, ey. Ich bin auch wieder ein Held. Aber, na gut. Da hat sich unser Bronto-Thema hier quasi von alleine geregelt.
Der Kollege hat Stress gemacht und auf die Schnauze bekommen. So läuft das, Mr. Bronto. Merkt ihr das? Mach das nicht nochmal. Das war kein schlauer Move von dir. So, wir kriegen unsere T-Rex Sättel. Zwei haben wir bis jetzt anscheinend. Ich dachte, wir hatten schon drei T-Rex, ne? Das wäre ein bisschen schöner gewesen. Aber gehüpft wie gesprungen, ist so wie es ist. Steine rein, das rein, das rein, das rein, das rein. So. Der Kano hat auch schon einiges an Steinen. Das kann ich. Der Kano hat schon 1000 Steine, ne? Wölkchen. Stein, Kano, fast 1000. Pull. Dann. So, wie viel Stein haben wir jetzt drin? Jetzt übersehen. 1200. Das ist schon close dran. So viel fehlt gar nicht mehr. Das kriegen wir hin. Jetzt kann ich meinem Rexo hier den Sattel geben. Wunderbärchen. Außerdem hat er Level-Ups. 3500 AP. Auch Chillo. Und jetzt gehen wir mal eben rüber zum Red Drop. Können wir eben hier die Brontos abbauen, ne? Wir müssen hier nicht die Rohstoffe vollgammeln lassen. Die man vielleicht gebrauchen könnte. Zack. Zack. Noch einen. Noch einen. Okay. So, aber ja, wie ich es mir dachte, T-Rex sehr, sehr wenig Ausdauer. Wir reiten mal doch lieber auf meinen Kano. Oh, und den T-Rex lassen wir sogar hier. Weil den wieder durch das Tor zu kriegen, das ist nicht so leicht. Das ist sogar andersrum eher relativ schwierig. So. Zack. Kann ich hier außen rumgehen? Bin mir nicht so sicher. Wäre jetzt unklug im Wasser zu landen und sich jetzt noch mit den Haien anzulegen, ne? Das wollen wir nicht. Also gehen wir einfach hier hoch. Machen wir den 3 Meter länger. Ne? So lang ist jetzt mit dem Weg hier nicht. Zack, da haben wir es schon. Dafür wäre es das Risiko echt nicht wert gewesen, einfach durchzuschwimmen, würde ich sagen. Oh. 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 Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir zurückkommen, ne? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Okay, da kriegen wir hin. Zack. Und wir haben ja auch in der letzten Folge Honig gefunden, ne? Honig für unsere Sweet Vegetable Cake, die wir brauchen zum Ziegentamen. Bei der Gelegenheit können wir dann auch mal Mammutbaum-Biom gucken, ob wir Treesap haben. Wir haben ja vor einigen Folgen schon, das ist bestimmt schon, ich weiß nicht wie lange her, aber schon sehr lange. Oh, wieder eine Granate. Finde ich super sweet. Ein blauen T-Rex-Sattel, wie geil ist das denn, Alter? Außerdem C4, Brennstoff, irgendwas nehmen wir alles mit, die Baupläne passt. Aber wie geil ist das denn? Wie passend perfekt ist das denn, Alter? Direkt erstmal einen Bauplan für einen T-Rex-Sattel gefunden. Das können wir doch gebrauchen, oder? Ich würde sagen, hat der Zufall alles so bestimmt, ne? Außerdem haben wir noch eine zweite Wasserflasche gefunden, Wasserkanister gefunden. Auch den kann man gebrauchen. Sehr schön. Okay, Drop hat sich gelohnt. Wir fahren jetzt also weiter Stein. Und also ich denke, ich hoffe, wir kriegen das Häuschen, das Bruthäuschen für die Dinonychus fertig. Wenn ich die 4 Kaminöfen hinkriege, dann reicht mir auch eine 1x1 Foundation Haus dafür. Weil bei einer Feuerstellenteil, ich glaube, ich bräuchte 12 oder 14 Feuerstellen, um das Ei auszubrüten. Und das ist so viel Platz nehmen die Feuerstellen weg, da müsste ich ein größeres Haus bauen. Am Ende würde es bei den Rohstoffen wahrscheinlich also sogar auf selber hinauskommen. Und dann nehmen wir dann lieber das 1x1 Häuschen, ne? Das ist dann gemütlicher, leichter. So, da ist noch ein Tech-Stego, den können wir eigentlich auch nochmal direkt wegflexen. Hier unten schillt unser Level 28 T-Rex. Aber den blauen Sattel geben wir natürlich unserem High-Level T-Rex. Kommen Sie mal wieder her, Mister. Aber das hier war, glaube ich, Stego, ne? Ne, war ein Bronto. So, da kommt er wieder. Der Weiße, ne? Eigentlich können wir ihn den großen Weißen nennen. Unseren T-Rex. So, das Ding brauchen wir. Der kann dann weg. Wie viel Prozent hat der? Fortschrittlicher Sattel, Rüstung 46. Okay. Das brauche ich nicht. Haben wir da gerade echt dreimal Brennstoff für Flammenwerfer gefunden? Please, Alter.
Riesige Lehmfalltür brauchen wir auch nicht. Okay. Jacko. Mr. Rexy. Kommen Sie her, kriegst direkt den besseren Sattel. Ah, sogar fast verdoppelte Rüstung. Das ist natürlich nicht schlecht. Wieder ein Level up. Und wir nennen dich jetzt wirklich Muchachos. Option. Namen ändern. Big White. Okay, hoffen wir mal, dass uns der Big White mit seinem bedrohlichen Namen nicht stirbt zwischendurch. Und dann können wir jetzt hier weiter friedlich unsere Bäume, unsere Steine abbauen. Hoffentlich nicht wieder aus Versehen irgendeinen Bronto anfangen. Aber jetzt ist... Also die Brontos sind weg, ne? Ich finde das gar nicht schlecht. Haben wir endlich mal Platz. Hatten zum Glück auch Dinos hier, bei denen das nicht so wild war. Wäre jetzt wieder ein Raptor hier gewesen oder sowas. Wir hätten wieder aus Versehen irgendwas angefickt. Dann wären die Raptoren wieder instantly down gewesen. So vermeiden wir das schon mal, ne? So vermeiden wir es immerhin schon mal. Oh, und ich wollte eigentlich noch einen Kühlschrank bauen. Damit der Honig sich noch ein bisschen hält. Ist auch noch so ein Ding. Den müssen wir auf jeden Fall auch bauen. So, hier nah genug dran, dass wir nicht auf einmal im Regen stehen und nichts mehr ablegen können. Zack, geht immer noch ein bisschen was rein. Zack, kommen direkt nochmal 140 Steine. 1200 hatten wir schon, jetzt kommen wir mal... Oh. Haben wir schon 2000 Steine. Eigentlich sind wir schon, glaube ich, schon durch jetzt mit den Steinen. Aber wir brauchen noch was für die Foundations und die Wände. Also, passt das schon, würde ich sagen. Zack. Einen bauen wir noch ab. Und Checocino. So, sehr schön. Unser Bauvorhaben sollte jetzt auf jeden Fall klappen. Ich muss dann gleich einmal so einen Kamin bauen und mal gucken, wie groß die sind. Ob ich wirklich vier davon auf einem Haus kriege. Das werden wir dann gleich sehen. Zack. Wölkchen. Stein. Pull. Außerdem auch Holz, falls wir irgendwo was haben. Holz haben wir anscheinend leider nicht. Schade, Holzkohle haben wir noch. Ja, Refining Forge. Und im Schmelzofen können wir beides auch rüberziehen. Schade. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen Holz da vielleicht. Okay, können wir eine Feuerstelle bauen? Zack. Kriegen wir nicht hin, weil nicht genug. Weight? Wir haben nicht genug Weight dafür? Okay, dann müssen wir unsere Rüstung mal wieder ablegen. Aber auch YOLO, Alter, dass es so viele Sachen gibt, die man nicht bauen kann, wenn man nicht genug Weight dabei hat. Feuerstelle jetzt vielleicht? Bin ich wieder gerade sehbehindert? Wo? Hä? Hä? So, jetzt. Feuerstelle, da ist er. 120, 450. Ich kann das doch tragen, Alter. Laber mich doch nicht zu. So viel ist das doch jetzt auch nicht. Zack, haben wir schon genug. Dann brauchen wir Feuerstein, war das. Außerdem brauche ich Holz 120. Habe ich hier Holz drin? 120. Haben wir auch. Und jetzt noch Stroh. Beruhig dich mal, Minjung, Alter. Okay, Holz müssen wir auf jeden Fall noch farmen. Da wird es uns auf jeden Fall noch mangeln. Lass uns mal checken, wie groß das Ding ist. Okay, wir brauchen ein 2x2 Haus anscheinend. Um das zu bauen. Also, Herstellung. Foundations. Zwei Stück bitte. Na toll. Haben sie kein Stroh, Monsieur. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal farmen gehen. Oder habe ich hier noch eine... Oh, ich habe eine Foundation drin. Sehr schön. Okay. Halb so wild, halb so wild. Ja, T-Rex, ich weiß, du freust dich, dass ich mit dir spielen will. Aber geh mal aus dem Weg. Dann machen wir direkt hier hinter unser Eier-Ausbrütenhaus. In der Form. T-Rex, ja, eigentlich will ich dich schon mitnehmen zum Holzfarmen. Hä? Jetzt bin ich aus Versehen auf ein Kilo draufgetreten. Digga, die Dinos haben doch alle Stress heute, ne? Nein, Kano! Kano! Scheiße, Alter! Was machst du da? Komm von den Haien weg! Komm von den Haien weg, Kano! Komm aus dem Wasser! Komm hier rüber, komm hier rüber! Komm einfach zu mir! Keine Munition? Die Pfeile weggelegt.
Meine Fresse, ey. Boah! Hier, Ankylo, ne? Das ist der direkt, der Stress will, ne? Du kriegst dich immer auf die Schnauze. Eine 24, ey. Bringt da hier fast T-Rex um. Meinen Kano um, meine ich. Kommen Sie bitte aus dem Wasser raus, Big White. Da sind größere Big Whites. Die werden dich verlegen. Okay, hier ist übrigens unser 28er Rex. Wobei, der kann da bleiben. Das wird eh schwierig. Ja, wobei, wir haben ja jetzt einen Sattel, ne? Habe ich einen Sattel dabei? Sattel habe ich dabei. Deko. Hör mal. Kommen Sie ran. Und dann checken wir mal eben, ob jetzt vielleicht endlich mal hier irgendwie... Oh, da, das blüht hier. Das blüht. Es blüht. Aber es ist immer noch nichts da. Es ist immer noch nichts da. Aber der Dünger ist noch on point. Okay. Dünger haben wir noch. So, und jetzt... Holz. Viel, viel Holz. Ich mit meiner kleinen Armee hier. So, da sind Bäumse. Holen wir uns Holz. Kommen Sie her. So, okay, dann, gut, es war dann doch vielleicht ein bisschen, zu viel gedacht für eine Folge, dass ich das Brüthaus baue und gleichzeitig auch noch meine Dinos ein bisschen leveln gehe und noch nachgucke, ob wir jetzt die Sachen zusammen haben für unser Ziegen-Tame-Craft. Das war wieder ein bisschen zu viel geplant für eine Folge. Aber wir kriegen auf jeden Fall, die Grundsätze sind gemacht. Nächste Folge kriegen wir das Häuschen, das Bruthäuschen fertig. Und den Kühlschrank können wir nächste Folge auch bauen. Das werden wir auch hinkriegen zeitlich, denke ich mal. Zack. Und vielleicht können wir dann nächste Folge, wenn alles fertig gecraftet ist, dann auch noch leveln gehen. Und ich glaube, dann werden wir hier anfangen, werden hier mal so ein bisschen leerfuttern alles, die ganzen Trikes und Stegos und alles umbringen. Sind keine großen Gefahren für meine Dinos, aber halt XP. Und danach werden wir dann gehen ins Mammutbaumbiom. Und werden gucken, dass wir da hoffentlich nicht irgendwie in den Alpha-Kano reinlaufen. Schon wieder. Den Tree-Sap-Krams überprüfen und vielleicht dann ja auch Muchachos Mammutbaumbiom. Da gibt's Dire-Bears, die ich schon tamen wollte und nicht tamen konnte. Vielleicht werden wir einen erfolgreichen Dire-Bear-Taming-Versuch hinbekommen nächste Folge. Oder einen Versuch zumindest anfangen. Fertig tamen werden wir hier nicht, aber na, ihr wisst Bescheid. Das, so viel zu den Listen, ne? Also Liste steht. Vielleicht auch ein paar, vielleicht können wir einen Terrorbird tamen. Mal sehen. Die Pläne sind auf jeden Fall da. Der Pläne ersteht. So. Können wir auf dem Weg halt noch ein bisschen Metall holen, dass wir noch die Ulfen anschmeißen können. Wenn wir schon mit Dinos unterwegs sind, die so viel Weight frei haben. Dann gleich mal eine große Runde. Ich glaube, ich habe jetzt genug Holz. Der Kollege hat, glaube ich, fast 1000 Holz dabei. Ja, 930. 1200, 1500 Holz haben wir jetzt knapp. Das sollte für die Kamine auf jeden Fall reichen. Und dann sage ich hier nochmal, Attacke. Der wird jetzt mal, ich würde sagen, dezent auseinandergenimmt. Der Stego. Der Stego, er wurde genimmt. Das heißt, wir haben da auch noch irgendwie Metall bekommen und sowas. Toll. Wer erdreistet sich da? Dimorphodon, Alter. Dimorphodon! Kommt der hier angeflogen und will meine T-Rexe anpimmeln, ne? Okay. Aber gibt's hier im Redwood-Biom auch. Da können sich meine Viecher schon mal dran gewöhnen. Die werden noch häufiger kommen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überladen. Messieurs, ich, gerade Mr. T-Rex hier. Ich würde gerne, dass sie ein bisschen näher rankommen. Nicht du, der andere. Metall. Hier können wir sogar alles hier reinballern. Noch einen Stein mit. Okay, Checo. Dann geht's wieder hoch zur Base. 24 Minuten. Hoch zur Base, Muchachos. Und nächste Folge, wie gesagt, das Brüthaus kriegen wir fertig, glaube ich, jetzt. Wir haben genug Rohstoffe, hoffentlich. Okay, an welchem Stein hängt ihr jetzt schon wieder fest? Ihr Arschkrampen.
Hallo. Hallo. Hallo Kano. Hallo Big White. Was ist falsch bei euch? Nein, 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 nein. Hier längs. Hier längs. Okay, Big White ist auf jeden Fall nicht der hellste. Könnte man meinen. Geh mal aus dem Weg hier. Nehmt den mal weg da. Nehmt mal den Stego da weg. Chitin können wir auch gebrauchen. Passt also. Mit Zement. Außerdem wollen wir eh leveln. Nehmen wir den Stego auch da weg. Die anderen Stegos wollen keinen Stress, war klar. Bei Gemuschis. Oh, er will doch Stress. Er sprintet los, er will Stress. Okay. Dann, wenn er Stress will, soll er Stress kriegen, Digga. Wenn er Stress will, soll er sich den Stress ab... Er will doch keinen Stress. Er läuft weg, oder was? Was machst du denn? So, jetzt gibt's Stress. Und... Heiser! Down! 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 Sehr schön, Muchachos. Der ist futsch. Okay. Mabossa ist fertig. Wir sind auch bei 26,5 Minuten. Länger überziehen soll ich diesmal mal nicht. Ich habe ja schon letzte Folge wegen den Lagerfeuern ein bisschen überzogen. Wenn es euch gefallen hat, Muchachos, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir waren diesmal ein bisschen produktiv in Richtung Rohstoffe zusammensuchen. Nächste Folge wird gecraftet und hoffentlich gelevelt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Guckt in die Beschreibung dafür den Link zu Twitch. Lasst gerne ein Follow da. Wir sind häufig am Livestream. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye, bye.